So, mal gucken. Ach, ihr seid ja schon da, Freunde. Dann kann ich ja gleich losknarren. Berichten. Hier ist Robert Götz, Matuszewski. Ich bin der heiße Draht für euch hier in den Deutschen Bundestag und ich hau jetzt gleich mal durch. Es ist heute, die Nachrichtenlage ist relativ dünn, aber es sind gute Nachrichten und ich starte mit meiner Requisite, ja, mit der Bild-Zeitung. So, und die Bild-Zeitung haut raus: Kanzler, tun Sie was für uns. In der Bild flehen deutsche Rentner. Böse Zungen sagen, ja, das ist die Rolle, die wir den Rentnern zugedacht haben, ja, das Land aufgebaut. Die Trümmerfrauen, ja, so die Trümmer weggeräumt, schön. Und dem Bombenterror miterlebt, schön, ja, und die Kriegsversehrten aufgepäppelt, schön, schön, schön. Ja, das Wirtschaftswunder möglich gemacht mit Entbehrung. Und dann als Umweltsau bezeichnet und jetzt nach Flaschen suchen im Müll, ja. Aber das sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Kanzler, tun Sie was für uns? Ja, unser Kanzler natürlich. Also denkt doch zuallererst an die Rentner, ja, zuallererst. So, wir haben den besten Kanzler und solche Schlagzeilen liest er gar nicht gerne. Nein, haha, nein, da liest er nicht gerne. Nein. Naja. Fängt ja schon gut an, die Bild-Zeitung, oder? So, jetzt geht Schröder an den Kragen. Sein Parteibuch, seine Mitarbeiter, sein Büro, sein Geld. Das finde ich gut, ja? Böser Mann. Ja, der hat doch allen Ernstes im Interview, allen Ernstes, ja, objektiv über Russland gesprochen. Ha! Hier, eine Rentnerin schreibt, ich komme nur mit Angeboten über die Runden. Ja, arbeiten gehen, würde ich sagen. Geh doch mal arbeiten, ja? Also ich meine, oder? Ja, ich finde das sowieso, also das, viele Rentner, die einfach nichts tun, die sitzen einfach nur zu Hause rum. Können doch arbeiten gehen, ja? Also klappt doch in Amerika auch wunderbar mit 3, 4, 5 Jobs. Mit 70. Ja, also so üppig ist die Bild-Zeitung heute aber nicht, muss ich ja mal sagen, ja? Muss ich wirklich sagen? Also, oh, hier, Freunde, doch, das ist schön. Hier, jetzt kommt's, hier. Macron, hier, sexy, ja? Das ist ja der Präsident von Frankreich. Sympathisch, toller Mann, ja? Und ein Guru hilft Will Smith, das verstehe ich nicht. Also ich komme lieber zu den anderen Nachrichten, aber wie gesagt, heute ist nicht üppig. Ja, ich jetzt wohl wirklich sagen, sein Lapsus, dass ich ausgerechnet die Bild-Zeitung habe, wo nichts drinsteht. Ja, also quasi die Bild-Zeitung habe. Gut, jetzt habe ich erfahren, dass Naomi Seibt krank ist. Das ist so eine rechte, rechtsstaatliche, auf dem rechten Weg befindliche YouTuberin. Naomi Seibt, ich würde mal sagen, gute Besserung von uns allen. Werde schnell wieder gesund. Und übrigens auch an alle anderen, die gerade krank sind oder im Krankenhaus oder kurz vor einer OP oder kurz danach ganz schnell wieder gesund werden. Und Naomi Seibt sowieso, ja. Gut, ich grüße mal ganz schnell Herbert Frischholz und Hussi Polan. Jetzt geht's los mit Nachrichten. Und da haben wir etwas hier. Da geht's um Impfung. Das kann ich nur auf YouTube machen. Das ist misslich, kann ich hier nicht. Geräuschlos auf Verbrecherjagd mit neuem E-Scooter in Berlin. So, Freunde, die Berliner Morgenpost, Wahrheitsmanufaktur, das ist der große Bruder von der Bild-Zeitung. Berliner Morgenpost berichtet, dass die Polizei in Berlin jetzt wirklich allen Ernstes Elektroscooter kriegen, um Verbrechern hinterher zu jagen. Ja, böse Zungen sagen, die Dinger heißen Fahrräder, ja, aber es sind böse Zungen. Ja, schön, oder? Ach, Freunde, ist das irre. Also ich freue mich ja. Oh, ey. Und hier unsere Bürgermeisterinnen, ja, Bürgermeisterin, ja, Dr. No, ja, hat das Ding gleich mal getestet. Also zumindest ist die Zuladung ist üppig, muss ich sagen, von dem Motorrad. Kann man einiges draufpacken, wie man sieht. So, dann hier RBB24 und ich zitiere jetzt nur, nicht streiken oder löschen, ja, ist keine medizinische Fehlinformation, ich zitiere nur. RBB24, Wahrheitsmanufaktur, wie sich zwei junge Menschen mit Punkt, Komplikationen alleingelassen fühlen, ja. Ich kann es doch nicht sagen, ich traue mich nicht. Also ich berichte, was für Komplikationen es waren auf YouTube, ja. Und RBB24, schwören Sie ab, da gibt es keine Komplikationen. Pah. Hier, dann schreibt Jana, ich stelle fest, viele Menschen sehnen sich nach Krieg, legitimieren ihn und wollen uns in ihn hineindrängen. Hauptsache, wir stehen auf der angeblich richtigen Seite. Ich dachte, Corona hätte mir schon alle menschlichen Abgründe gezeigt. Ich habe mich getäuscht. Ja, meine liebe Jana, ha, da kann man sich schon täuschen. Ja, also da kann man, ja, Abgründe, das sind so Worte. Nein, nein, das kann man immer noch steigern. Man kann alles immer noch steigern. Und das sind keine Abgründe, das ist linkisch halt. Linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Die Frankfurter Rundschau wirft die Frage in den Raum und damit wären wir bei der nächsten Nachricht. Will Russland einen Weltkrieg?
was Lavrovs Drohung bedeutet. Ja, Lavrov hat also in einem Interview sinngemäß gesagt, ja, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht in den Dritten Weltkrieg rutschen. Wir müssen aufpassen, ja. Und da hat der Westen gesagt, oh, das ist eine Drohung, Dritter Weltkrieg, oh, 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 da müssen wir sofort zuschlagen, ja, ist klar. Ja. Böse Zungen sagen, Leute, legt mal alles wieder nieder und kommt an den Verhandlungstisch. Ja, Dritter Weltkrieg, da zitieren wir gerne mal Albert Einstein, die bösen Zungen. Ich weiß nicht, welche Waffen wir im Dritten Weltkrieg benutzen. Im Vierten werden es wieder Äxte und Keulen sein. Hat Albert Einstein gesagt. Sagen böse Zungen. Aber egal. Also die Frankfurter Rundschau stellt erstmal in den Raum, will Russland einen Weltkrieg? Ja, so. Dann haben wir etwas sehr Schönes. Und zwar eine Pfarrerin, ja, und sie stellt sich in ihrer Kirche hin, hier. Ja, ist wirklich wahr, finde ich gut. Also ich finde es gut. Hier, da, Freunde. Ist das nicht schön? We are all Muslims, ja. Böse Zungen sagen, nein, ich bin gar nicht getauft, ich habe damit nichts zu tun, ja. Mein Gott hat keine Religion, ja. Aber, sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Hier, jetzt kommt's. Sibyl Schick, ja, schick, 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 ja, jetzt kommt's. Als ob ich jetzt meinen Account bei Twitter deaktivieren würde. Ach, was ist das denn, Freunde? Ist Mist, Entschuldigung. Sekunde. Robert Götz Matuszewski. Herr Scholl! Ja! Moment! Freundschaft! Ja, nochmal! Ja! Was ist los? Ja, habe ich gemacht. Rheinmetall! Ja, ich habe mich gekümmert. Natürlich! Ja, ich soll Sie auch grüßen von Rheinmetall. Ja, Herr Scholl. Ja. Ist das sicher, dass Sie wirklich 88 Panzer? Ist das nicht ein bisschen so wegen, Sie wissen doch, wegen 88 und so? Ah, drum eben. Gut. Gut, Herr Scholl. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann machen wir das so. Okay. Ja, ich sag Rheinmetall Bescheid. Danke für Ihr Vertrauen. Freundschaft. Tschüss, Gens. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Ja, kleine Insider-Informationen. Die gehen jetzt 88 Leopard-Panzer in die Ukraine. Herr Scholl hat mich gerade informiert, dass ich mit Rheinmetall nochmal sprechen muss. Ja, ich habe hier Spezialaufgaben, Sonderaufgaben. Das läuft alles über meinen Schreibtisch. Genauer gesagt ist das ja der Schreibtisch von Kevin Heinzelmann von meiner Buchhaltungsschuppe. Also, kommen wir zurück zu Frau Schick. Sibel Schick schreibt, als ob ich jetzt meinen Twitter-Account deaktivieren würde. Ich habe diese Plattform jahrelang mühsam aufgebaut, trotz aller Mord- und Vergewaltigungsandrohung vergrößert. Elon Musk kann mich mal. Ja, ob er das will, ist eine andere Geschichte. So, Schützenimpfungen gegen Übertragung und Infektion. Da gibt es von Wim, Jürgen Felger, guter Kanal, rechtsstaatlich auf dem rechten Weg befindlich. Offizielle Daten, britische Gesundheitsbehörde zeigen klar, was die zeigen, kann ich hier nicht sagen. Das sage ich auf Virtube. Schon bemerkt, die EU hat so wenig Daten, dass es zwar für einschneidende Grundrechtseinschränkungen und sinnfreien Maßnahmen reicht, keinesfalls aber für eine ordentliche und transparente Evaluierung. Ja, und da sage ich, alte Regel, das eine ist das eine, Maßnahmen, das andere ist das andere, ordentliche und transparente Evaluierung. Schwieriges Wort, habe ich aber gelernt. So, meine lieben Freunde, und jetzt zeige ich euch, was linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich ist. Es gibt eine Modemarke, die heißt Thor. Ja, da gibt es wohl in einigen Kreisen Leute, die tragen diese Marke gerne. Und Rechtsextreme. Und der Hersteller, der das Zeug herstellt, die Thor, die sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Was können wir dafür, dass irgendwelche Leute unser Zeug kaufen, mit denen wir politisch nichts zu tun haben? Wir können nichts dafür. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn irgendein NAZI bei McDonald's essen geht, ja, und immer nur zu McDonald's, ja, weil er völlig verblödet, weil es ihm schmeckt, ja. Und da würde man jetzt sagen, oh, McDonald's, ah, unterstützt NAZIs, ja, so. Stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Macht man ja auch nicht, ja. Aber bei der Marke Thor wird das gemacht, ja. Und da ist jetzt Folgendes passiert. In einer abgestimmten Aktion haben Gewalttäter, am Samstag Bekleidungsgeschäfte in mehreren ostdeutschen Städten angegriffen. Um kurz nach 10, als die Läden gerade öffneten, stürmten vermummte Rollkommandos die Geschäfte, leerten Teerfarbe aus, besprühten Regale mit Ware und auch Mitarbeiterinnen mit übel stinkender Buttersäure. In Erfurt wurde eine 32-jährige Verkäuferin, eine Mutter, die eine kleine Tochter hat, geschlagen und sie musste
schwer verletzt ins Krankenhaus. Das ist wohl in mehreren Städten passiert, praktisch zeitgleich, ja. Und die Täter waren nach 3 Minuten wieder weg und die wollten damit ihren Unmut darüber äußern, dass die Geschäfte Tor verkaufen. Tor, Klamotten halt so. Freunde, da geht das lang. Das ist Demokratie. Das ist Meinungsfreiheit. Oder ist das Land das beste Bundland aller Zeiten? Bin jetzt erstmal ein bisschen sprachlos, ja, ob der guten Nachrichten. Ich hatte ja gesagt, Nachrichtenlage ist dünn, aber ich finde, das ist dick genug, oder, Freunde? Es ist dick genug. Das soll es jetzt gewesen sein auf YouTube. Morgen mache ich eine etwas längere Sendung, länger, viel länger. YouTube kommt sowieso, da kommen dann die ganzen ausführlichen Hauptwaschgänge zu den Nachrichten, die ich eben nicht so richtig vortragen konnte. Ja. Also Obacht, was ihr anzieht, ja, Vorsicht, was ihr, also bitte, Vorsicht, ja. Geht ganz schnell daneben, Freunde. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Teilen, danke für Daumen hoch. Und Freunde, meine Arbeit lebt von eurer Unterstützung. Danke von Herzen dafür. Ich hänge mal PayPal und Konto runter und widme mich jetzt meiner Sprachlosigkeit ob der letzten Nachricht. Es grüßt euch mein Hausmeister Bruno, es grüßt euch meine Buchhaltungsschwuppe Kevin Heinzelmann und natürlich mein Schwager Jerome Schmidt-Schmidt. Fünffach, ach, das darf ich auch nicht sagen, es ist wieder medizinische Fehlinformation. Was der Fünffach ist, ihr wisst es. Und natürlich meine liebe Frau Martina grüßt euch. So, auf in den Abend. Wir bleiben trotz allem standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Ich hab euch lieb. Ich bin jetzt weg. Ja, wer mich kennt, weiß, was in meinem Kopf vor sich geht. Tschüss, Freunde. Stuhlknarrt. The Shadow Leaves the Video.